Längsbiegung ist dem Pferd nicht angeboren. Wer ein junges Pferd im Freilauf in der Reithalle beobachtet, kann sehen, dass sich die meisten beim Traben und vor allem beim Galoppieren in den Ecken mit ihrem Hals nach außen gerichtet ausbalancieren. Gib außen einen Hauch mehr nach. Wenn du ein Pferd stellst, musst du mit dem äußeren Zügel gerade so viel vorgehen, dass du Stellung auch zulässt. Also du darfst nicht so eisern außen dranbleiben und sagen, ich will aber, dass du am äußeren Zügel bist. Der kommt an den äußeren Zügel, je besser und sauberer er sich biegt und je besser er sich stellt, desto besser kann er sich auch biegen. So, äußere Hand nicht hochziehen. So, innere Hand, versuch mal nur einzudrehen. Versuch erstmal mit den perfektesten klassischen Hilfen zu arbeiten. Ihn viel mehr lassen, gar nicht einspannen wollen. So, du lässt ihn mehr. Beide Hände ein bisschen vor, ein bisschen vor. Der muss sich selber ausbalancieren. Du kannst dem nicht helfen, sein Gleichgewicht zu finden. Das Einzige, was du machen kannst, ist, so wenig wie möglich zu stören.